Können ihr mal weiter gucken? Ne, darf ich jetzt nicht da runterfallen, das wäre bestimmt ungut. Wo sind die anderen denn hin? Ich glaube, ich werde sterben, wenn ich da runterfalle. So. Hm, dann gehen wir jetzt mal einfach runter. Wir können ja noch so ein bisschen uns umgucken. Was haben wir denn hier noch? Straßensperre? Ich würde mir das gerne mal mit den Wahrzeichen anschauen. Beziehungsweise Schutzraum. Weißt du was, ich gehe mal zum Schutzraum. Ich will mal gucken, was der Schutzraum ist. Dass ich den mal wirklich gesehen habe jetzt auch mal. Wir waren ja noch mal ganz kurz irgendwie da gewesen in der Nähe oder so, aber nicht wirklich da gewesen. Schutzraum müsste eigentlich bedeuten, dass es da sicher ist und dass uns da keiner angreifen kann. Ich will nur mal gucken, ob man da irgendwas anderes machen kann in dem Schutzraum. Ob man da nur sicher ist oder sonst irgendwie was. Ärgerung trifft ein, ja. Ich gehe gerade zum Schutzraum. Das ist... ja, richtig, genau. Oh, da schießt aber schon was wieder. Sollte vorsichtig sein. Ich glaube, der Schutzraum könnte auch wahrscheinlich, weil viele Leute dann hinwollen, um geschützt zu sein. Das ist natürlich auch ein super Angriffspunkt. Wo die Schüsse kommen von rechts und der Schutzraum ist links. Oh, kann ich ihm helfen? Ich gebe das Punkt. Ah, er ist tot. Scheiße. Wow. Kann ich nachladen so? Alter, ist das für ein armer Irrer gewesen? So, gehen wir jetzt lieber doch zum Schutzraum, dann sind wir vielleicht sicherer. Alter, ganz dicht sind sie nicht. In welchem Kampf? Ich bin in keinem Kampf. Jetzt. Okay, dann gehen wir jetzt mal in den Schutzraum rein und bin ich mal gespannt, was da drin so zu finden ist. Dark Zone Waffenhändler. Was hat er denn so? Oh, so viel Geld. Alter, das kostet mega viel. Scheiße. Und Rang 12. Die scheint ziemlich gut zu sein. Die ist richtig gut. Scheiße, die Liberator ist richtig nice. Wenn die einer hat, dann kein Wunder, dass ich da nichts machen kann. Einen Rucksack können wir verkaufen, ja. Krass. Guck dir das mal an, statt 2100, 3600. Alter, krasse Scheiße. Willkommen zurück, ich bin Rick Velassi und ihr, ihr glücklichen Bastarde, hört Wouldn't You Know It? Und wenn ihr zuhört, heißt das, dass ihr echt glückliche Bastarde seid. Ihr habt anscheinend in der Genlotterie gewonnen und könnt euch das grüne Gift nicht einfangen, wie die anderen 95% der Menschheit. Oh nein, ihr habt es gut. Ihr könnt herumsitzen, Bonbons lutschen und zusehen, wie geliebte Menschen dahinsiechen, in einen Müllsack gepackt. Okay, es gibt drei Ausgänge, aber es gibt... Ja, wir haben das große losgezogen, was? Ach, da ist die Kiste. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist folgendes. Hey, kommen Sie herüber, bevor Sie jemand bemerkt. Wo kommt es her? Gehen wir jetzt aufs Gerüst. Das ist anscheinend nur, um die Sachen da zu kaufen, die ziemlich geil sind. Die Waffen. Und halt Munition aufzufüllen, was auch ganz gut ist. So. Wollen wir mal gucken, wo gibt's denn hier Wahrzeichen? Da, das hier. Die Library. Ach geil. Abseilen. So. Ich will mal kurz gucken, ist das jetzt einfach nur ein Wahrzeichen, wo man sich treffen könnte, um es das zu sagen? Z-Eingang. Ach du Scheiße.
müsste irgendein anderer Spieler sein, der hat glaube ich ein Geschütz aufgestellt. Boah, die sind gut, die sind gelb. Boah, ich hätte viel lieber noch mehr Dark Zone-Dinger, aber... Also Geld, dann könnte ich mir die Waffe noch kaufen. Das ist der andere Spieler. Ich versuche mal näher ranzukommen. Okay, gut. Boah, die haben aber jetzt auch nicht viel mehr XP, aber die sind übel drauf. Okay, hab ich. So. Twitch! Gut. Darkstone-Schlüssel. Wo sind denn die Behälter? Ich weiß gar nicht, wo der ist jetzt gerade. Kann man hier denn irgendwie, weiß ich nicht, ein Foto sammeln oder sowas? Ich bleibe nur kein Foto für dich heute. Aber warum ist hier Library? Wo kann ich denn... Kann mir das, bringt mir das irgendwas? Wahrzeichen Library, aber... Ja, ja. Komm ich in die Library rein? Wäre natürlich auch nice. Nee. Kann ich da ein Foto machen, ein Echo sammeln? Ich weiß es halt nicht. Oder ist das einfach nur tatsächlich, um einen Treffpunkt zu haben? Ah, hier vielleicht? Rangabhängiger Zugang. Ah, jetzt ist der Tipp leider wieder weg. Ich komme hier nicht rein. Weil ich anscheinend einen Rang zu niedrig bin oder sowas. Jetzt ist der Tipp leider nicht mehr da. Ich wollte, dass der Tipp nochmal angezeigt wird. Würde mir aber gerade nicht. Ich könnte ja nochmal gucken, ob wir vielleicht ein anderes... Die Dark Zone kann hier nicht verlassen werden. Ja, 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 weil wir Straßensperre in der Beta nicht verfügbar, weil das, ne, hier geht die Dark Zone praktisch, hier geht man wieder raus und ist dann auf der anderen Seite, man muss also praktisch durch die Dark Zone durch oder hier außen rum dann irgendwann mal laufen, etc. Baustelle. Wo waren wir noch nicht? Verlassene Tankstelle waren wir schon. Abholbereich. Straßensperre. Untergrundeingang. Mattison Square Park, auf dem bin ich ja auch mal gespannt eigentlich, auf dem Park. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal, schauen wir uns, weiß ich nicht, wir waren da schon bestimmt schon mal. Ich könnte da aber die zwei Objekte noch abgeben, wir versuchen es einfach mal. Gut, ich könnte jetzt auch einfach rausgehen, aber nö, wir machen das jetzt nochmal, kämpfen noch uns einmal nochmal durch, würde ich sagen. Die Dark Zone ist schon cool, aber... Alleine halt ist ein bisschen... obwohl es gibt hier viele Leute, die auch alleine sind. Der eine war eben alleine, der andere war alleine. Aber wir haben uns natürlich geholfen irgendwie, zwangsläufig trotzdem. Und das ist dann doch irgendwie das, worauf es dann ankommt. Hier scheint irgendwo Loot zu sein. Ich kriege das, biege ich gerade mal ab. Warum wird mir das da sonst so angezeigt? Weil den blauen Loot will ich gern haben. Ah ja, da ist blauer Loot. Minierter Rucksack. Okay.
Okay, ich weiß nicht, der ist mir die ganze Zeit jetzt hinterhergerannt. Ich hoffe mal, der will mich jetzt nicht töten. Okay, die Bergung trifft ein in so und so vielen Minuten. Dann will ich jetzt zur anderen Bergung, weil die ist nämlich nicht näher dran. So. Weil die wurde schon gerufen, wisst ihr? Das ist doch mein Sterbeort, das letzte Mal gewesen. Sehr beruhigend. Dann können wir nämlich da die Sachen abgeben und dann können wir ja nochmal, weiß ich nicht, dann können wir da mal zurückgehen nochmal. Und ich sterbe dann einfach, ist mir auch wurscht. Und dann schauen wir mal nochmal ganz kurz irgendwie rein in das Lager und können wir mal gucken, ob wir noch irgendwie nice Stuff haben, den wir irgendwie anziehen können oder sowas. Und ich glaube, dann haben wir aber auch schon alles relativ von der Beta gesehen. Ich kann es ja auch nicht unendlich in die Länge ziehen. Obwohl es natürlich Spaß macht, keine Frage. Aber unendlich in die Länge ziehen kann ich das natürlich auch nicht. Agent, ich nähere mich Ihrer Position. Und will ich dann auch nicht. Dann kann man im Hauptspiel dann nochmal viel mehr machen. Eine Maschine ist im Anflug auf Ihre Position. Und es kommt ein ganz cooles Gefühl von Überleben rüber, muss ich sagen. Beginnt Paketabholung. Wow, Alter, und ich krieg's wieder ab, oder was? Alter! Kann mir mal einer helfen, bitte? Ist die Bergung weg, oder was? Das ist meine... Fuck it! Hat nochmal. Nein, ich habe keinen Medipack mehr. Alter. Oh, es ruft gerade nochmal einer, oder? Okay, ich wollte es gerade machen, aber das ist auch okay. Problem? Ich habe kein Dings mehr. Vielleicht bin ich ja hier ganz gut geschützt. Weil ich habe halt nur einen Lebensbalken und ich will den ungerne verlieren. Es hat halt auch keiner ein Medipack fallen gelassen, oder? Jetzt sehe ich hier gerade keinen Loot. Okay. Hauptsache die Bergung nachher ist weg erstmal. Gut. Na, warte mal, ich versuche denen mal zu helfen. Das kann ja sonst nicht funktionieren. Gut. Ladungsaufnahme erfolgt. Komm schon, 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 komm schon. Oh, nein, ich wollte ihn gerade wiederbeleben. Fuck it. 15 Sekunden. Der hat mich doch jetzt gerade an. Warum hat er mich getötet? Mann, der hat mich getötet. Mann, der hat mich getötet. Der Arsch. Er hätte mir helfen können. Er war ein Abtrünniger. Meine Sache ist nicht weg, ne? Alter, wer hätte das wissen können? Er war ein Abtrünniger. Fuck. Wie viele Abtrünnige hier gerade sind. Die waren eine Gruppe, wette ich aber mit dir. Scheiße. Schade. Mann. Verdammt, ey. Das war jetzt aber doof. Da haben wir jetzt echt Pech gehabt, muss ich sagen. Das war jetzt echt Pech, dass wir da irgendwie gerade nicht
dass wir da gerade nochmal an Leute geraten sind, die uns das da gestohlen haben. Naja, ich würde aber sagen, dann hole ich mir jetzt hier erst nochmal Muni. Und dann gehen wir nochmal zurück in die normale Welt, möchte ich sagen. So. Und dann gehen wir nochmal hier hin. Beziehungsweise zur Operationsbasis halt einfach. Die 600 Meter. Gucken wir, ob wir nochmal... Haben wir denn jetzt theoretisch hier wieder was, was wir erledigen könnten? Rein hypothetisch. Kommt denn da wieder ein Kampf dazu oder so? Ne, ist nur dieser eine Kampf da übrig. Wo ich aber irgendwie nicht reinkam. So. Die Empathie wäre tot. Nee, die ist nicht tot. Oh, warte mal. Hat sie mir was fallen gelassen? Okay. Dann gehen wir nämlich gerade nochmal zurück. Und dann schauen wir nochmal kurz in das Lager rein. Wir haben hier ein bisschen was geborgen. Es wäre jetzt irgendwie doof, wenn wir da jetzt nicht gucken würden. Fände ich jetzt mal und dann würde ich sagen, dann beende ich dann auch mal langsam aber sicher die Aufnahme der Beta, obwohl sie natürlich sehr viel Spaß macht. Einsatzbericht entdeckt. Guck mal. Sehr schön. Die Höhle der Löwen. Plünderer waren Freund vor gefährlichen Bereichen. Okay, da könnte sogar was Interessantes dann da drin stehen, als dass man dann irgendwie wüsste, dass da und da was ist und sowas. Okay, die sind alle grün, man darf ja jetzt hier nicht so unvorsichtig sein. Und da kann man natürlich aber auch in sehr hohleveliges Gebiet gehen, ne? Obwohl, nee, das kannst du hier nicht machen. Das kannst du in der Dark Zone machen. Du kannst ja nicht auf andere Spieler hier schießen, weil es gibt ja in dem Sinne keine anderen Spieler hier. Deshalb. Kann man denn hier irgendwo rein? Weil da ist noch irgendwas. Das ist vielleicht irgendwo anders. Also man kann, ich glaube, ich habe noch nicht mal... Also ich glaube nicht, dass ich alles entdeckt habe hier, weil es fehlen erstens eh noch ein paar Einsatzberichte. Zweitens... So, wenn man Sachen in der Dark Zone kauft, dann kann man da aber ganz gut hier überleben. Gut, die sind jetzt halt auch nur Level 5. Ich treffe ihn gerade gar nicht, ist noch. Bam! Schlägerei! Und, ne, aber ich glaube, so langsam haben wir halt alles so ein bisschen die Beta jetzt ein bisschen abgefrühstückt und da dürfte jetzt nicht mehr allzu viel rauszuholen sein, was man da noch entdecken kann. Deshalb denke ich, am besten irgendwie auf das Hauptspiel oder sowas warten. Es macht nämlich, also es macht schon Spaß. Ich muss ja halt natürlich immer so eine Frage, klar, Beta, da fehlt erstens, fehlt jetzt wahrscheinlich eh die Hälfte. Andererseits ist es immer natürlich so die Langzeitmotivation. Wenn du wahrscheinlich immer alleine unterwegs bist und wirst immer von Gruppen dann nachher getötet, dann bist du natürlich wahrscheinlich irgendwann auch, vielleicht gefrustet, könnte ich mir vorstellen. Aber man kann ja hier auch super neue Leute kennenlernen. Hat man ja am Anfang der Aufnahme gemerkt, wo ich mit dem Mikro rumgeredet habe und die waren ja nett gewesen. Die haben gesagt, dass sie mich hören können. Kann ich hören, ey. Und, erfasse ein Echo in der Nähe. Ja, das haben wir aber doch. Haben wir das nicht gehabt? Bin jetzt mir gerade unsicher sogar. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Und, kann man bestimmt auch tolle Leute kennen hier lernen. Ist nur eine Erkältung. Schlecht geschlafen. Mehr nicht. Tut mir leid, Sir. Aber Sie müssen mit mir kommen. Was? Hey, lassen Sie mich gehen. Lassen Sie ihn, Mark. Mark, es geht ihm gut. Hören Sie auf. Ist ein Infizierter und er befindet sich gerade in Behandlung. Okay. Achso, warte mal, ich sollte das auch einsammeln. So. Und wir haben ja noch nicht immer alles von den Hauptmissionen gemacht und es war gerade mal zwei Missionen und da sind wir echt schon eine ganz gute Zeit beschäftigt gewesen, möchte ich sagen. Und dann natürlich Dark Zone, ich weiß nicht, wie lange habe ich jetzt, ich habe letztes Mal 4 Stunden aufgenommen, jetzt bin ich gleich bei, ja, bei 2, nicht ganz, aber 5 Stunden und es ist echt super. Wir haben gefühlt noch nicht ganz so viel gemacht, vor allem wenn man mit Level 4 erst hierher kommt, ne. Wir sind jetzt gerade mal 4 Level nochmal aufgestiegen. Klar, das ist natürlich eine andere Proportionsverteilung von Level 1 auf Level 4 als von Level 8, von Level 4 auf Level 8. Aber trotzdem ist anscheinend der Anfang schon relativ lang. So, geborgen. Scheiße, probier du es.
Nehmen wir alles mal mit gerade. Schauen wir jetzt einfach nochmal gerade, was wir so geborgen haben. Vier kann man in einer Gruppe sein, sehe ich gerade. So, Inventar. Ach, haben wir denn jetzt hier? Jetzt muss ich, glaube ich, alles mal kurz durchgehen. Waffentechnisch sind wir dann nicht besser. Achso, nee, da sind wir tatsächlich nicht besser. So, was haben wir denn hier? Haben wir da noch eine Pistole, die besser wäre? Oh ja. Wir brauchen sie. Denken Sie immer daran. Die könnten wir sogar noch modifizieren. Ja, ah, okay, der hat dann die, dann nimmt er die da weg. Das ist natürlich praktisch, dann muss man die gar nicht da abziehen. Finde ich ja nice. So, ein erweitertes Magazin ist, glaube ich, auch ganz nice. Kann das bei der anderen Waffe dranbleiben. Die könnte man dann theoretisch verkaufen, beziehungsweise die Modifikation vielleicht auch einfach abmachen. Nee, die ausrüsten. Mods. Dann die... Hä? Nein. Die Mod. Abziehen. Nein. Abziehen. So. Perfecto. Bravissimo. Was haben wir denn hier noch? Ausrüstung. Hier haben wir nix. Rüstung haben wir nix. Hier hätten wir was. Stellbare Schoner. Ist besser. Definitiv. Denken Sie immer daran. Sehen auch hübsch aus. Sieht man ja hier unten. So, haben wir. Hier haben wir auch nur eine Sache. Hier haben wir aber drei Sachen. Tracking-Handschuhe. Oh. Oh. Dies ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Rationen werden einmal täglich um 9 Uhr ausgegeben. Ja, sind die, glaube ich, schon ganz gut hier mit kritischer Trefferschaden und Präzision. Und hier haben wir auch noch irgendwas. Die Outdoor-Tasche. Aber die macht weniger Lebenspunkte. Deshalb ist die im Grunde auch nicht so gut. Wir haben jetzt nicht so viel guten Stuff, glaube ich, da rausgeholt. Aber den kann man jetzt hier verkaufen. Und dann, gut, man hat dann aber kein Dark Zone-Zeug. Kommen Sie ruhig her und sehen Sie mal. So, verkaufen. Wir können ja jetzt einfach mal verkaufen. Mal sehen, ob wir noch irgendwas zusammenkriegen. So. Okay. Kaufen. Wie viel haben wir denn jetzt? 1500. Könnte ich denn mir jetzt noch ein gutes Geschäft. Eine Waffe kaufen? Hier waren ja, glaube ich, ganz gute Waffen dabei. So, Handfeuerwaffe, nein. Primäre Waffe, die wäre ganz gut. Das ist ein Sturmgewehr. Die wäre, glaube ich, ganz... Obwohl, hier haben wir noch mehr. Die macht noch mehr Schaden. Die macht noch mehr Schaden. Aber die kann ich mir theoretisch alle gar nicht kaufen. Wir kaufen jetzt nochmal zum Ende die Polizeiversion der M4. Die haben wir aber doch. Ist doch kompletter Schwachsinn. Warum macht die aber mehr Schaden? Warum ist die... Warum macht die mehr Schaden? Beziehungsweise nehmen. Doch, die machen mehr Schaden. Doch, 303. Und die hat 256. Ich habe beides die Polizei. Weil das Level 8 ist und das Level 4. Ansonsten ist sie absolut gleich. Die macht nur mehr Damage. Ein bisschen. Okay. Weiß ich nicht, ob sich das überhaupt lohnt, dann die zu kaufen. Da kann man, glaube ich, auch einfach sagen, man wartet noch so ein bisschen, bis man genug Geld hat und kauft sich dann die umgebaute SMG. Die mehr Nachladezeit, schnellere Nachladezeit hat. Aber auch nicht besser ist. Die macht mehr Schaden, klar. Aber die Schüsse pro Minute sind viel kleiner. Und das Magazin ist ein bisschen größer. Gut, die macht kritische Trefferchance. Ich weiß ja nicht, ob das besser ist. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da ist die eine Waffe in der Dark Zone immer noch am besten. Die würde ich dann wahrscheinlich auch eher kaufen. Vielleicht überlegen Sie es sicher noch. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, das ist kein guter Zeitpunkt. Okay. So, ich würde sagen, ich denke, ich werde jetzt hier die Aufnahme der Beta beenden. Wir haben viel entdeckt. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich alles gemacht habe. Es kann natürlich sein, dass ich einiges übersehen habe. Ich habe wahrscheinlich einiges übersehen. Ich habe auch nicht alles eingesammelt, etc. Da müsste man die Welt nochmal neu machen. Was ist das denn jetzt hier? Ah, okay. Das ist irgendwas, was ich noch nicht weiß, was es ist, weil es das noch nicht in der Beta gibt. Satellitenverbindungen gibt es gar nicht. Ist noch offline, die habe ich noch nicht freigeschalten. Okay.
Generatoren, Zentralheizung. Okay, die habe ich freigeschalten. Wasseraufbereitung. Das sind so die Dinge, die ich erst auch freischalten muss. Dann noch hier mit dem Punkt etc. Die Leute, die zu viel reden, gehen mir auf die Nerven. Entschuldigung. Ich... Haben wir uns verstanden? Ist ja okay, Alter. Bin gerettet und dann... Schnauze. Haben wir, glaube ich, viel geschafft. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Und es gibt nur so viele Sachen, die ihr hier... Ne, hier steht hier offline. Das habe ich noch alles nicht freigeschalten. Dafür muss ich erst Punkte sammeln. So viel habe ich, glaube ich, jetzt auch noch gar nicht drüber. Dann, fehlt uns ja eh noch der eine Typi. Dann gibt es bestimmt dafür den auch noch Missionen. Die Apotheke haben wir nicht ausgebaut, etc., etc. Also da gibt es, glaube ich, noch einiges. Und sie wird bestimmt auch noch ein bisschen was für uns haben, theoretisch. Und das fehlt uns ja hier komplett ganz. Da haben wir ja gar nicht und ich weiß nicht, wahrscheinlich darf ich hier ich glaube, Rhodes will sie jetzt da draußen sehen. Und man kann bestimmt noch viel mehr machen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann, hoffe ich, irgendwann wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.